Location. Wir sind nämlich in der BMW-Welt in München und wir haben heute Abend eine ganze Menge vor, denn er ist heute Abend da und besucht die bayerische Hauptstadt und diesen wunderbaren, richtig knallharten Actionstreifen persönlich vorzustellen. Tom Cruise wird gleich über diesen Hochzeit sprechen. Außerdem mit im Gepäck Brad Bird, der Regisseur, die wunderschöne Paula Patton und Simon Pegg. Und wir alle, das wissen sicherlich die meisten Fans, die hier schon seit geraumer Zeit ausharren, Tom Cruise ist ein Fan-Fan. Also er freut sich darüber, dass so viele Leute heute Abend hier gekommen sind. Das Schöne ist ja, der größte Teil des roten Teppichs ist sogar drinnen. Das heißt, es wird nicht kalt und es wird definitiv auch nicht zugeschneit oder zu geregnet, sondern man kann sich da auf jeden Fall gut postieren und darauf warten, dass dieser Mann ein Autogramm schreibt bzw. Fotos macht. Und wenn er hier gleich auftaucht, das macht er gerne mal so 2,5 Stunden vor Premiere und Filmbeginn, dann möchte ich gerne das München Bild. Was ist das denn hier zum Beispiel vorne? Ist das so ein Windkanal? Ist das die moderne Art der Lüftung eines Autos? Ja, Aerodynamik ist extrem wichtig in der Zukunft, auch heute schon. Und hier in diesem Entwurf sieht man, das macht das Auto natürlich auch modern. Ja, und wir wollen ein bisschen von dieser Technik zeigen. Für so modern und futuristisch gehalten werden, dass sie in so einem Film, der in der Zukunft spielt, eine große Rolle spielen können. Da bin ich sehr stolz drauf. Und das ganze Gesamtteam, was hier an gearbeitet hat, geht man natürlich Paula? Hi, how are you? I'm good, and yourself? I'm good. Thanks for coming. Can I have one of picture? Of course. Yeah? One, two, three. Thanks. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. All ready? One, two, three. There you go. Also, liebe Fan-Mate, Akzente natürlich setzt. Simon Pegg, der Mann, der Stand-Up-Comedy gefeiert hat. Oh, hi Simon. Steven. Hi Steven. Nice to meet you. Yeah, good. I'm really excited. I mean, this is a great occasion. I'm looking at the red carpet.
European premiere, what can I ask for? I mean, this is the best. It's amazing. It's extraordinary. Is this carpet normally here, or have they just put it in? No, they put it in. Take it back home later. That's amazing. I was going to say, it's a coincidence that it's red. Yeah, it's wonderful. What a building. Hang on, I'm going to take the car, and you can take the car if you want to. Deal. I think I won that. Simon, I read in an interview that the first time that you actually were in one of the missions, you were in Mission Impossible 3, that you were so excited and nervous that you had the feeling that nothing really worked out in London to LA, and I sort of turned up on. What a nice dress. Steve, very nice to meet you. I mean, that's amazing. Oh, thank you. It's really amazing. Thank you for coming to the European Premier in Munich. This is exciting. Have you ever been to Munich? I've never been to Munich. I've been to Germany, but this is my first time here, and it's so good to be here and to be amongst all these people and all the love and celebration of this great film. Paul, I actually fell in love with you, Elizabeth. Finde ich die Tatsache, dass sich alles innerhalb von wenigen Sekunden dann von alleine zerstört, das finde ich eine schöne Idee, das hätte ich gerne im Wahnsinn. Zu diesem außergewöhnlichen, spektakulären Stunt. Also, das war der Beweis dafür, dass Tom Cruise seine Stunts am Ende gemacht hat. Das nennt man dieses, das nennt man Down Under in der Stuntsprache. Down Under, weil man von oben nach unten an einer Häuserfassade runter. In Vancouver gedreht wurde. Great. He thinks that sitting at a desk is no longer enough for him, and he goes out and he takes the field test, and he becomes